Ja, liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Nächster Part mit dem Schalke Let's Play. Und ja, die Woche hat sich einiges getan. Ich wollte eigentlich die ganze Woche überspringen und euch einfach auf den neuesten Stand bringen. Aber jetzt ist so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, nee, jetzt müssen wir unterbrechen und durchstarten. Denn es gibt wirklich einiges zu tun. Wir sehen hier im Hintergrund schon wieder, Sebastian Polter trainiert nicht gut. Wir haben den letzte Woche kritisiert. Der war mit Abstand der schlechteste. Und tatsächlich ist es so, dass er auch jetzt wieder nicht gut trainiert. Sodass ich mir jetzt gedacht habe, okay, vielleicht sollten wir ihn verkaufen. Jetzt haben wir aber natürlich mit Terodde ja eigentlich schon überlegt, dass wir Terodde abgeben. Da waren schon zwei Angebote da. Aber Terodde hat sich entschieden zu bleiben. Der hat die Angebote von Bochum und Toulouse abgelehnt. Und dementsprechend werden wir schauen, dass wir den Polter loswerden. Weil ganz ehrlich, ich brauche Jungs, die gut trainieren. Ich brauche Jungs, die Bock haben. Und wenn er das nicht tut, dann wird er gestrichen. Ja, da sind wir jetzt hart und ja, dafür werden wir hier jetzt mal wieder die Jungs loben, die gut trainieren. Das müssen wir halt jetzt immer machen, das ist gut für die Moral. Sind jetzt eh wieder die gleichen drei Kandidaten, Becker, Uedraogo und Bartel. Nicht gut trainierten Gombo, der zur Probe ist aktuell, den können wir eigentlich schon wieder nach Hause schicken, wenn ich mir so die Werte anschaue. Körperlich ist er ganz gut, aber der Rest ist, ja. Und Tower trainiert tatsächlich nicht gut gerade. Aber da bin ich jetzt mal nicht so kritisch. Warten wir einfach mal ab. Ist eh nur ein Leihspieler. So. Das heißt, vielleicht ist es eh nicht so schlecht, wenn ein Spieler wie Terodde bleibt. Denn wir haben eh gesehen, wenn die jungen Spieler, die jungen Stürmer vorne vielleicht jetzt dann nicht netzen oder so, dass du da so jemanden dann reinbringen kannst, hat das vielleicht schon was. Mohr hat übrigens genau in der Woche auch den Verein verlassen. Wir haben ihn für ihn 1,5 Millionen bekommen. Das heißt, von den Finanzen her sind wir jetzt fast auf Null. Wobei wir natürlich hier fast 200 Millionen Schulden haben. Aber im Endeffekt, zumindest vom Kontostand her, sieht das schon ein bisschen besser aus. Wir haben hier halt jetzt kaum Transferbudget dazu bekommen, aber im Endeffekt bin ich da trotzdem relativ zufrieden. Ja, und da müssen wir schauen, ob man vielleicht noch Spieler leihen. Romano Schmid wäre zum Beispiel so ein Thema, den ich mir durchaus vorstellen könnte, weil der könnte auch vorne so als zweite Sturmspitze spielen, theoretisch. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal die zwei Spiele gegen Braunschweig und gegen Holstein Kiel und dann schauen wir weiter. DFB-Pokal treffen wir zu Hause auf Hoffenheim. Wollen wir mal schauen, wie das wird. Die sind aktuell 14. in der Bundesliga. Und ja, jetzt kriegen wir einen richtig starken Physiotherapeuten. 20 Physiotherapie. Den freue ich mich. Gut. Das heißt, Duell gegen Braunschweig. 17. gegen 3. eigentlich vom Nominellen her relativ deutlich. Aber das heißt halt auch nichts. So. Dada ist überrascht, dass Polter zum Verkauf steht. Ja, gut, dass das nicht deine Angelegenheit ist, lieber Kollege. Jetzt freue ich mich auf die zwei Spiele. So, St. Pauli leiht Kiarodia aus und hier sehen wir den, der Chefphysio, der uns hier ein Verletzungsupdate gibt vom Spieler. Also Washington, der hat ein bisschen was abgekriegt im Training die Woche. Seguin und Baumgartl können auch wieder spielen. Das ist auch nicht schlecht. Damit können wir die Bank nämlich recht gut besetzen jetzt. Also wir nehmen den Baumgartl mit. Dann haben wir Innenverteidigung links und rechts. Dann brauchen wir noch jemanden fürs zentrale Mittelfeld eigentlich. Haben wir aber nicht. Nehmen wir Terodde mal für Polter mit. Ja, das ist echt ein bisschen doof. Können Sie Sehe noch mitnehmen, dann haben wir drei Innenverteidiger dabei. Ist halt auch großartig. Aber hilft eigentlich nichts. Im Endeffekt müssen wir das so machen. Mit Tower haben wir ja quasi eh einen, der zentrales Mittelfeld spielen kann. Das heißt, so haben wir dann eh alle Positionen trotzdem irgendwie abgedeckt. Ich möchte jetzt bei der Variante bleiben mit dem Dreier-Mittelfeld. Mir persönlich hat es ein bisschen besser gefallen. Ich würde nur Stoßstürmer umstellen bei Washington, weil ich finde, das passt halt zu ihm besser. Und pressender Stürmer bei Top. So. Baumgartl sollten wir vielleicht mal einwechseln, dass er schon langsam wieder zurückkommt. Der wäre schon ganz wichtig eigentlich. Gut. Ah, Pottlech ist da noch auf der Bank. Den können wir auch streichen. Übrigens, Torwartthema ist halt natürlich auch noch so eine Frage. Fährmann kriegen wir irgendwie auch nicht so richtig weg.
Portlech möchte ich noch irgendwie verleihen, wird aber irgendwie auch nichts. Es ist schwierig. Wir können uns auch schauen, ob wir ihn vielleicht verleihen können. Einfach damit wir einen Torhüter noch irgendwie wegbekommen. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas reinkommt. So, legen wir los. Gegen Braunschweig. Da sehen wir die Gegner. Ja, mit Hoffmann im Tor, einer unserer Ex-Spieler. Und sonst natürlich auch viele bekannte Namen. Also, ein 4-2-3-1-System bei den Braunschweigern. Die hier gleich mal offensiv beginnen. Rittmüller, aber Mörkin läuft ihm den Ball sehr, sehr gut ab. Ecke, Jäcker. Schuppermörk kommt nicht ran. Mörkin nochmal mit der Flanke. Torwart mit dem Fehler. Top kann aber nicht direkt aufs Tor ziehen. Tempelmann. Ja, schade, kommen wir jetzt gerade nicht zum Abschluss. Vielleicht jetzt Mörkin noch. Schuppermörk. Jäcker. Schade, wird da gut getackelt. Holt ihn sich aber wieder. Zumindest kam er kurz wieder in den Zweikampf. Geholt hat er ihn sich leider nicht. Gut aufgepasst von Kallas. Und jetzt müssen wir aufpassen. Rittmüller. Müller mit der Faust. Nochmal die Chance. Endo aus Distanz. 10. Minute. Keita Endo mit dem 1 zu 0. Da sah Müller nicht gut aus, finde ich. Ja, weiß, dass er dafür verantwortlich ist, steht unten beim Kommentar. Also wir sehen hier, dass man die Flanke schon mal nicht verhindern. Dann Müller, den muss er fangen. Ja, und dann, aber sieht auch Brunner nicht gut aus, finde ich, weil da muss Brunner auch am Gegenspieler dranbleiben. Aber alles in allem geht das Tor hier auf Müllers Kappe. Größtenteils. Ja, heißt einfach geduldig bleiben. Und weitermachen. Nächste Offensivaktion von Braunschweig, 17. Minute. Tempelmann kommt nicht in den Zweikampf. Den hat Müller jetzt aber sicher. Eh gut, dass er dann hier gleich mal ein kleines Erfolgserlebnis hat. Aber wir tun uns wahnsinnig schwer. Wir tun uns wahnsinnig schwer. Schuppermörder daneben tackelt und dann Müller, der ihn gut noch zur Ecke wehrt. Die ersten 20 Minuten von uns nichts zu sehen. Müller wieder mit der Parade. Wir sehen, dass wir zwar mehr Ballbesitz haben, aber wir bringen es vorne nicht zu Ende gespielt. Und hinten sind wir anfällig. Super Übersicht von Jäcker auf Top. Mörkin. Links außen hat er Platz. Geht ins 1 gegen 1. Die Flanke ist gut. Top per Kopf. Ach, schade. Guter Versuch. Was ich vor allem auch beeindruckend finde, ist, dass sie von den 4 Schüssen auch alle 4 aufs Tor bekommen haben. Jetzt mal den 5. nicht. Brunner mit dem Einwurf. Brunner mit der Flanke. Da ist Mörkin per Kopf. Da ist Washington per Kopf. Ausgleich 39. Minute. Das wird jetzt noch gecheckt. Womöglich Washington im Abseits, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ne, Tor zählt. Washington also mit seinem ersten Treffer beim Debüt hier in der Liga. Hier sehen wir, wie Mörkin ablegt und richtig gute Übersicht von Mörkin in der Situation. Wenn es so gewollt war, aber ich glaube ehrlich gesagt schon. So, dafür jetzt wieder Braunschweig in der Offensive. Und Mörkin klärt. Ist jetzt nochmal gefährlich. Kalasch ist da weit draußen. Sagt man eigentlich Kalas oder Kalasch? Super Reflex von Müller gegen Endo. Mörkin klärt und Top hat ihn. Jetzt ist die Frage, ob Top vielleicht irgendwie hier. Er ist komplett alleine. Aber er holt den Freistoß raus. Gut gemacht. In der Situation das Beste, was er machen hat können, wahrscheinlich. Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung. Ich sage das jetzt auch definitiv so. Wir schauen uns jetzt mal die Noten der Spieler an. Da sehen wir hier Matriciani und Schuppermann mit einer 6,6. Da mache ich jetzt Folgendes. Ich schiebe Schuppermann auf rechts und bringe den Baumgartl.
Brunner nicht gut, Jäger nicht gut, Tempelmann nicht gut. Theoretisch könnte man den Tower für Jäger bringen. Oh mein Gott. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon die ganze Zeit in die Kommentare geschrieben. Ich habe die Rollen nicht überarbeitet. Beim Wechsel auf die Taktik. Katastrophe. Ach Leute. Hohe Droge natürlich. Boah, das ist peinlich. Zentraler verteidigen, Tempelmann. Und dann werden wir für Sheka einfach den Tower rechts bringen. Machen wir es aber vielleicht so: Tower auf Ball erobern, verteidigen. Und Tempelmann, der kann ruhig Box to Box spielen, ja. Spielen wir so. Ah, sorry Leute, ich sehe schon wütende Kommentare. Der Schalke-Trainer, der hat ja keine Ahnung. Und das ist ja echt peinlich. Schauen wir mal, jetzt müsste es besser laufen in Hälfte 2. Uwe Drogo als ballerobernder Sechser. Ist auch geil. Oder quasi Sechser. Naja. So. Tempelmann mit der Balleroberung. Top auf Washington. Der macht das gut. Brunner, Tower, Merkin und Hoffmann. Schön gespielt. Merkin mit der Ecke. Tempelmann. Brunner auf Merkin. Roy Draugo. Gut durchgelassen von Jobama, aber der Pass in die Tiefe. Leider nicht präzise genug. So, Merkin und Tempelmann werden ein bisschen müde. Tempelmann generell nicht gut heute. Da werden wir dann auch wechseln vielleicht. Ecke Rittmüller. Die kriegen wir gut geklärt. Tempo schlägt ihn auch raus. Top geht dann gleich drauf. Pressender Stürmer. Gelingt aber nicht, dass wir hier rankommen. Rittmüller gegen Merkin. Und zum Glück ungefährlich. Ja, ich muss reagieren schon langsam. Bin mit einigen Jungs hier nicht zufrieden. Merkin ist richtig müde. Da bringen wir wieder den Bäcker links hinten. Ich bringe Terodde für den nervösen Keke Top. Wir lassen Knipser spielen. Dann haben wir noch einen Wechsel, den ich mir theoretisch noch aufheben könnte. Aber Brunner 6,4, da bringen wir den Kosuki. Vielleicht kann auch der jetzt noch ein bisschen was für die Offensive bewegen. So, die Ecke, Rittmüller fürs Erste geklärt. Dann dauert es zu lange mit dem Rausrücken, aber Müller, der hat sich gefangen. Wobei trotzdem wieder Note 6,3 gehabt jetzt vor dieser Parade. Das heißt, da ist in der Zwischenzeit anscheinend auch wieder ein bisschen was passiert. Und da kommen wir ja, zu wenig in die Zweikämpfe. Sehr gute Spielverlagerung. Baumgartl mit dem richtig starken Tackling. Uwe Draugo kommt nicht ran. Wo ist unsere 6? Wo ist da jetzt das zentrale Mittelfeld? So, wir werden Folgendes noch machen. Wir werden nach Ballverlust Gegenpressing und ein bisschen früher jetzt noch attackieren. Die letzten 20 Minuten. Man muss ganz ehrlich sagen, Braunschweig hat sich den Sieg heute oder hätte sich den Sieg verdient. Uwe Draugo. Ja, und das ist jetzt passiert. Schauen wir, ob es zählt, aber ich glaube ehrlich gesagt schon. Und wie gesagt, das würde auch absolut in Ordnung gehen. Was uns ein bisschen fehlt, finde ich, links hinten, ja, das ist das Tor, ist die Qualität beim Wechseln. Becker natürlich sehr weit entfernt von der ersten Mannschaft. Da müssen wir noch jemanden holen, weil da haben wir Moa ja jetzt verkauft. Und generell bin ich mit dem zentralen Mittelfeld überhaupt nicht zufrieden. Wir haben jetzt auch die Noten 6-3, 6-6, 6-6. Da können die Stürmer halt dann auch wenig machen, wenn aus dem Mittelfeld so wenig Unterstützung und Bälle kommen. Becker auf Gosuki. Riesenchance nochmal. So, Becker jetzt auch mit der Ecke.
Und ja, hoffen wir ohne Probleme. Gut, also so oder so, schlechte taktische Einstellung in der ersten Hälfte oder nicht, in der zweiten ist es auch nicht wirklich besser geworden. Ich finde, dass die Leistung vor allem im zentralen Mittelfeld einfach nicht gepasst hat. Das ist ein bisschen doof, aber es hilft nichts. Wir müssen das einfach abhaken. Wir machen das jetzt richtig von den Einstellungen her, das heißt Tempelmann eben im Zentrum als zurückgezogener, als zentraler Mittelfeldspieler verteidigen. Der soll hier einfach Bälle abfangen. So gut es geht. Wie gesagt, Ball erobern, dafür ist mir ehrlich gesagt dieser taktische Wert zu schlecht. Xhaka ist halt auch kein Box-to-Box-Spieler. Den könnte man eher Carrillero spielen lassen. Dadurch geht er halt auch viel rechts in diesen Raum. Müssen wir schauen, dass er sich mit Brunner nicht in die Quere kommt. Ja, und dann werden wir jetzt schauen, beziehungsweise machen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir machen in dem Part auch noch das Spiel gegen Kiel. Und dann sollten wir wissen, was wir brauchen. Und dann werden wir schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir dann zum Deadline Day bzw. zur letzten Transferwoche jetzt noch die entscheidenden Spieler holen. Polter versuche ich jetzt mal zu überzeugen, dass er muss halt gut trainieren, wenn er da. Okay, Polter möchte seinen Vertrag anscheinend aussitzen hier. Jetzt würden endlich Angebote kommen von Fortuna Düsseldorf und vom HSV. Anzahl Mitarbeiter aktualisiert, Trainerstab haben sie reduziert, Physiotherapeut haben sie reduziert und Scouts haben sie massiv reduziert. Das finde ich auch geil. Aha. Gut, dass wir es noch ausgenutzt haben. So, Matthias Munoz. Das wäre schon ein interessanter Innenverteidiger, dann haben wir hier noch den uruguayanischen Torhüter. Können wir auch noch scouten. Marcelo Rian. Auf die Auswahlliste und scouten. Ganz gutes Sturmtalent. Romario Baro. Boah, richtig guter zentraler Mittelfeldspieler. Den werden wir auch scouten. Tinga ist mir zu alt. Lucas Biasson würde ich jetzt auch nicht scouten. Romano Schmid haben wir eh schon gesehen, den schauen wir uns noch an, den schauen wir uns noch an. Ja, kam schon noch ein bisschen was rein bei den Scouting-Berichten, aber da werden wir uns, wie gesagt, im nächsten Part dann drum kümmern, damit wir da dann schauen, wo wir den Kader noch verstärken können. So, Fährmann möchte Zukunft diskutieren, da bin ich gespannt. Ja, er möchte eben im HSV sprechen, die Fortuna vom Angebot her zu schlecht. Also das ist für mich kein Thema, dadurch müssen wir dann mindestens, ich sage mal, 1 Million verlangen. Versuchen wir es einfach mal frech. So, Seguin. 3 Wochen außer Gefecht war er, aber ist wieder da. Und Fährmann. Da sage ich jetzt einfach mal, dass er zu viel verdient. Wenn das geht. Gehaltsforderungen sind zu hoch. Der ist jetzt natürlich nicht so begeistert, aber schauen wir mal. Ich versuche ihn mal anzubieten. Ich versuche noch einen Spielervermittler anzustellen. Aber es scheint so, als würde das nicht so wirklich klappen. Vorstand blockiert das Angebot vom HSV. Die meinen, dass wir 550.000 verlangen können. Dann machen wir das. Ausgleichszahlung 250 kriegst du sowieso nicht. Ganz ehrlich, nee. 250.000 sind für unsere Menge. Matriciani ist bereit für einen Verbleib bei uns, weil da war ja Heidenheim interessiert. Das finde ich auch ganz gut. Der macht sich hier jetzt nicht so schlecht. Heracles Almelo möchte Fährmann leihen. Okay, das heißt, wir sehen hier zumindest 24.000 monatliche Gebühr. Das heißt, das sind so 300.000 im Jahr, die wir kriegen würden. Das ist zumindest ein Viertel seines Gehalts. Dazu dann Kaufverpflichtung nach 10 Spielen und eine Ratenzahlung von 225.000.
Er ist nicht daran interessiert, hier hinzuwechseln, aber ich versuche trotzdem jetzt noch ein bisschen mehr rauszuhandeln. Ja, nehmen wir es mal an. Fortuna Düsseldorf zieht zurück. Das heißt, wir versuchen hier nochmal Berater. Schauen wir mal, da kommen jetzt noch ein paar Angebote. Theoretisch können wir versuchen, einen Spielervermittler noch anzustellen, dass hier noch Bewegung reinkommt. Wir müssen natürlich schauen, dass wir diese Jungs dann auch wirklich gut noch ersetzen. Vielleicht wirklich mit Spielern, die so Anfang, Mitte 20 sind, die uns dann auch wirklich im nächsten Jahr noch helfen können, wenn wir es schaffen, aufzusteigen. Und ja, schauen wir weiter. Angebote für Polter. Wir sehen hier die Vermittlergebühren, wir sehen hier die Gehaltsbeteiligungen. HSV wäre also nicht so tragisch. Hier war eine Leihe. Kaufverpflichtung bei Titelgewinn. Kaufverpflichtung bei Quali für die Euroleague, das ist schon interessanter. Er möchte eigentlich mit allen reden. Also ich würde sagen, wir werden mal versuchen nachzuverhandeln. 500.000 ist abgelehnt, Utrecht. Ah, da müssen wir schauen, dass die vielleicht noch ein bisschen vom Gehalt übernehmen. Tun sie auch nicht. Und Molde, 4.000, das ist halt echt zu wenig. Wenn, dann muss ich ihn eigentlich sofort verkaufen. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf 100%, das lehnen sie dann quasi ab. Kaufverpflichtung bei Titelgewinn, ganz ehrlich, das wird uns nichts bringen. Es ist zu unwahrscheinlich, dass sie da den Titel wirklich holen. Fährmann werden wir schauen. So. Ja, den würde ich echt ganz gern holen. Vertrag läuft ja aus, Barbosa. Gehaltsforderungen müssen wir massiv runter reduzieren. Will er aber nicht. Ah, der wäre wirklich stark. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob wir es bei ihm dann probieren sollen für den Winter. So, Transfers. Bei Polter hat sich noch was getan. Twente haben wir noch nicht. 325.000 und jede Menge Gehaltsbeteiligung. Da müssen wir zumindest auf 500 gehen. Ja. Ausgleichszahlung. Vorstand blockiert schon wieder. Ich nehme jetzt diese Abfindung an, damit wir zumindest einen Polter oder Terodde von der Gehaltsliste kriegen. So, Chefsportwissenschaftler, da sind jetzt ein paar neue reingekommen. Laurent Rodriguez, Führungsqualitäten 15, der ist ja richtig gut. Den nehmen wir gleich mal. So, Erwartungen gegen Holstein Kiel, Sieg. Zu Hause gegen den Tabellendritten, na großartig. Schauen wir mal kurz hier, wen wir verfügbar machen können für die zweite Mannschaft, Potlech. Immer wäre gut, Bartel wäre immer gut, Krüger von mir aus auch und Becker in dem Fall eigentlich jetzt auch, würde ich sagen. Deadline Day Meeting nehmen wir nicht teil. So, Angebote für Polter, weiter geht's. Das hat sich ein bisschen verbessert. 525.000. Jetzt haben wir zumindest den Vorstand dann zufriedengestellt, wahrscheinlich. 550 nimmt Twente an. Saint-Gilloise, die zahlen einen Großteil seines Gehalts, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Mal schauen, ob wir hier noch mehr kriegen. Nein. Aber da haben sie nachgelegt. Das nehme ich auch an. So, Luzern, wie schaut es da aus? Ja, das ist halt zu wenig. Ich lehne das gleich ab mit Luzern. Und was fehlt noch? Saint-Étienne. Die würden ihn einfach nur leihen. Da lehne ich auch ab. So. Wir haben doch 500. Haben wir nur 500. Okay, wir haben echt zu wenig bekommen. Das mit Polter ist schon ein bisschen mühsam hier. Gut, ich mache das Spiel jetzt trotzdem noch, auch wenn ich von der Zeit her dann wahrscheinlich wieder drüber bin in dem Part. Also Polter bleibt unten. Seguin werden wir, glaube ich, schon mitnehmen. Würde ich sagen. Da lassen wir den Cissé zu Hause. Damit Seguin auch schon langsam rankommt und der Rest dürfte hier echt gut passen. Bei Scheka bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir den nicht einfach auf Zentral Support machen. So, hoffen wir, dass es heute besser läuft. Also, Fäuste ballen und los geht's.
Also, solche Ballverluste nerven mich schon. Wir beginnen jetzt zumindest mal mit mehr Ballbesitz. Und wir beginnen mit einem Rückstand 8. Minute. Schauen wir mal, was passiert ist. Wir sehen hier mal den Einwurf. Hier haben wir Manndeckung gerade in dem Moment. Dann kommt die Flanke rein. Da stehen wir zu weit weg, Tempelmann in dem Fall. Und Kalasch verliert hier seinen Gegenspieler aus den Augen. Und damit ist es passiert. Katastrophaler Start, hilft nichts. Uedrogo, super Antritt. David Washington nimmt den guten mit und war leider schon im Abseits. So, Uedrogo auf Washington. Jäger liegt super ab, da ist top und was für ein Reflex von Däne. Da wäre der Ausgleich schon beinahe gefallen. 15. die Ecke, die gut geklärt wird. So, Jäger. Matriciani. Tempelmann hat Platz. Uedrogo. Mörkin. Nächste Parade von Däne. Ball läuft gut. Ich würde mal sagen, dass wir das bessere Team sind. Ah, die Ecken kommen irgendwie noch nicht so richtig bei uns. Obwohl wir so viele eigentlich kopfballstarke Spieler da vorne haben. Jetzt haben wir gerade 76% Ballbesitz gehabt. So, Jäger. Oh. War halt auch der schwache Fuß. Müller mit dem Pass hinten raus jetzt. Schuppermann auf Uedrogo, Mörkin, David Washington. Dreht ab, passt wieder zurück. War in der Situation wahrscheinlich auch richtig. Der Seitenwechsel war gut, top. Brunner startet, der Pass nicht gut, aber Brunner holt ihn sich gleich. Uedrogo, top, nimmt ihn gut mit. Und Däne, was für ein Reflex. Also jetzt hätten wir das Spiel schon drehen können, aber Däne ist gut in Form. Mörkin mit der Ecke, Kopfball von Schuppermann drüber. Also sind das klar bessere Team, heftige Statistiken eigentlich. Taktik scheint also grundsätzlich zu funktionieren. Mörkin, der super durchkommt, dann top mit dem Nachschuss, der geblockt wird. Also Pech auch ohne Ende gerade. Dürfen wir uns jetzt nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ganz wichtig. So, Choupo-Moting, wichtige Balleroberung, aber der Pass zu Uedrogo kommt nicht an. Mörkin muss da aufpassen, die stellen uns gut zu, aber wir können uns befreien. Uedrogo hat viel Platz. Washington nimmt ihn super mit und Washington mit dem Traumtor 1 zu 1. Sehr, sehr stark. Also sein Transfer, finde ich, sich bisher schon ausgezahlt. Also hier eben gut, dass wir diese erste Pressing-Kette überspielt haben und dann der Pass von Uedrogo nach einem super Lauf und Washington humorlos aus der Distanz. Respekt. So, und jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt müssen wir das Spiel endlich drehen, so wie wir es verdient haben. Merkin. Der passt zu weit. Matriciani gut. Jäcker. Hat jetzt keine Anspielstation. Passt zurück. Das ist auch alles gut. Jebama. Ganz ruhiger Spielaufbau da. Und dann geht's schnell in die Tiefe. Däne gerade noch mit der Parade. Nächste super Aktion. Also rein taktisch, spielerisch gefällt mir das alles richtig gut. Wenn du das blöde Tor nicht kassierst, dieses Unverdiente, dann steht es jetzt 1-0 und du denkst du, ja, souveränes Spiel, das werden wir schon noch deutlicher gewinnen. Aber so kannst halt zittern. Guter Freistoß von Mörkin aufs Torwart-Eck. Däne geht auf Nummer sicher. Sind wir schon in der 48.
Washington, Ouedraogo drüber. Gut, also eigentlich bin ich zufrieden. Ihr habt bislang einfach Pech gehabt. So ist es auch. Jetzt schauen wir kurz auf die Müdigkeit. Die ist eigentlich überall in Ordnung. Ouedraogo könnte dann so ein Kandidat sein für einen Wechsel. Brunner nicht so wirklich gut. Da könnte man dann Kosuki bringen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Geben den Jungs jetzt einfach mal das Vertrauen. Ermutigen sie nochmal und lassen einfach mal ein bisschen laufen. Merkin, spannende Grätsche. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht wieder die ersten Minuten verschlafen. Super Tackling von Tempelmann. Tempelmann ist auch nicht gut heute. Auch schon eine gelbe Karte kassiert, also ich warte die Szene noch ab und dann werden wir wieder wechseln. Matriciani ist bei Skripski. Jetzt nur kein blödes Tor kassieren. Gut geblockt. So, jetzt schaue ich kurz rein. Also, nicht zufrieden bin ich mit Templeman, da bringen wir den Tower. Dann kann ich nämlich theoretisch später für den müden Ouedraogo noch den Seguin bringen. Brunner nicht gut, da bringen wir Kosuki. Und Baumgartl bringe ich für den schwachen Schippermann. Aber die brauchen auch Spielpraxis, die Jungs. Wir müssen sie jetzt einfach immer wieder mal reinbringen. Und man sieht, dass Holstein Kiel jetzt wieder ein bisschen offensiver wurde. Mörkin mit dem Freistoß, Jaka mit dem Ball ins Außennetz. Und Ouedraogo ist jetzt richtig müde. Jetzt müssen wir nochmal wechseln für die Offensive. Wir haben noch zwei Wechsel frei. Wen können wir noch gut bringen? Seguin von der Qualität her, natürlich Terodde von der Qualität her. Ich würde sagen, das machen wir auch. Das heißt, Seguin bringen wir rein. Ich würde es so machen, dass Jaka diese Spielmacherrolle kriegt. Und Terodde bringen wir vorne für Top als von mir aus Knipser, ja. Das passt schon. Aber dann könnte man Washington vielleicht auf hängende Spitze Support stellen, damit der ein bisschen das Mittelfeld anbindet. Dass das vielleicht ein bisschen besser klappt. So, aufpassen jetzt, Jungs. Ihr dürft es jetzt nicht zulassen, dass wir den Gegner stärker machen, als er ist. Denn im Endeffekt sind wir das klar bessere Team. Und das müssen wir jetzt einfach noch irgendwie zu Ende spielen, geduldig und diesen Sieg noch erzwingen. So, Baumgartl, Jekka, Seguin. Bin auch nicht zufrieden. Das waren sehr viele Glückspässe hier. Eigentlich hätte man den Ball schon früher verspielen müssen. Der Pass in die Tiefe ist gut gespielt. Im Rückraum stehen wir nicht gut. Hier stehen wir nicht gut. So, nach Ballverlust gegen Pressing. Das sollten wir vielleicht jetzt, wo wir vorne mit Washington ja auch grundsätzlich einen schnelleren Stürmer haben, werde ich vielleicht dann das Gegenpressing vorne wieder einstellen. Schulz mit der Ecke. Die machen jetzt natürlich ein ordentliches Zeitspiel hier, weil die können mit einem X in Gelsenkirchen natürlich gut leben. Auch wenn die momentan gefühlt sogar ein bisschen näher dran sind an der Führung als wir. Nicht über die gesamte Spieldauer, aber jetzt in der Phase gerade. So, Mörkin mit der Balleroberung. Der ist schon richtig müde. Dann wird es natürlich schwierig. Der dreht ab. Baumgartl, Mörkin. Ja, der ist zu weit. So, Standardsituation für Holstein Kiel. 91. Minute bereits. Jetzt wäre wichtig zu klären und zu kontern, aber stattdessen. Boah, super von Washington, wie er da hinten mithilft. Also ich bin großer Fan jetzt, muss ich sagen. Seguin, der sich hier fast vertribbelt. Der Rodder mit dem Pass in die Washington. Boah, ich wäre jetzt, glaube ich, aufgesprungen. Haut den ganz knapp vorbei. Letzte Chance, Ecke Merkin, komm. Der Rodder wäre jetzt geil. 96.
dass wir einfach nicht an den Ball kommen bei den Standardsituationen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Pech gehabt. Wir waren das bessere Team. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich versuche jetzt bei der Moral nicht zu sehr drauf zu hauen. Im Endeffekt hätten wir auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt. Ja, müssen wir uns auch ein bisschen schön reden, das Ganze. Denn im Endeffekt, wie gesagt, klar besseres Team. Und das war dann einfach bitter. Also ich würde sagen, wir werden versuchen, wieder ein bisschen weiter vorne zu attackieren. Und werden dann auch durchaus mal wieder gegenpressen, um ja, die Bälle einfach auch ein bisschen weiter vorne zu gewinnen. Und ja, im Endeffekt hilft es eh nichts. Dürfen uns nicht entmutigen lassen, denn spielerisch läuft es gut. Ich glaube, wenn wir den Jungs dann so Zeit geben, dann wird er schon ganz gut hinhauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part dann mit dem Deadline Day. Das heißt, da werden wir schauen, dass wir den Kader noch verstärken. Und das dürfte ganz interessant werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.